Soulja Boy tough. Hey, I got this new damn for y'all called the Soulja Boy. Ah, das sind vielleicht 2 Stunden oder so. Eine wunderschöne Wanderung wünsche ich Ihnen heute Nachmittag. Schauen Sie, ich helfe Ihnen. So, jetzt, die dürfen es gern mitnehmen. Wunderbar, danke schön. Bitte sehr. Kann auch kein Weichen gehen. In welcher geheimen Mission sind Sie denn unterwegs? Es geht darum. What do you want? Your life. What's the thing about taking it? Not right. But I don't do so well in tight spaces, so going to prison worries me. Shouldn't have bruised her face. Really? Would have liked to have kept it the way it was. Keep the bitch, because I'm done with it. Ach, da schau her. Ich wüsste gar nicht, dass der schief hängt. Umso schlimmer. Ich meine, es erklärt natürlich, warum Sebastian sich so plötzlich getrennt hat. Naja, er musste sich notgedrungen auf Beatrices Erpressung einlassen, damit er das Leben seines Sohns nicht gefährdet. Ernsthaft? Halsmaul! Was soll das? Woher kennen Sie das Versteck? Ich hab's nicht aus. Es scheint für mich immer nur eine Karte zu geben. Ich hab gesehen, wo du die her hast. Du hast recht, er mogelt. Na, warte. Hey, 2 gegen 1. 2 gegen 1. Ficken! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hast du Beatrice gesehen? Nein. Ich müsste ganz dringend etwas Geschäftliches mit ihr besprechen. Ich habe sie nicht gesehen. Hast du in der Wohnung schon nachgeschaut? Ja, da ist sie nicht. Sie ist ja in ein Gästezimmer gezogen. Auf meinen Wunsch hin. Sag mal, jetzt wo Saalfeld auch nicht da ist, könnten wir doch heute Abend zusammen essen? Um deine geschäftliche Angelegenheit zu besprechen? Nein, nein. Einfach so. Ist ja so viel passiert. Könnten wir uns mal wieder unterhalten? Über deine... Deine Mutter. Du alter Sack. Smalltalk mache ich bereits mit den Gästen. Und wenn ich wirklich was auf dem Herzen habe, bespreche ich das ganz sicher nicht mit dir.